Leute, wir sind wieder da und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Okay, es war ziemlich verstörend. Das ist auch ziemlich behindert für dieses schöne Spiel. Ja, ist echt so. Wir versuchen das jetzt echt mal ein bisschen ernst. Seriös. Also seriös und komplex. Ja, aber auf jeden Fall, wir starten jetzt das Spiel. Leider können wir jetzt die Anfangssequenz nicht vorzeigen. Daher machen wir das so. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Und dann werden wir uns gleich im Spiel sehen. Wir schalten auf normal. Ach, da gab es nur normalen Profi und gar nicht leicht. Tja, das ist ja mehr. Nix für Anfänger. Dann nehme ich normal. Vibrationseinstellung. Brauchst du Vibration? Nö. Okay, wir starten das Spiel und wir sehen uns links, Leute. Wo ist ein Kränzchen? Ups. Entschuldigung. You fail. So viel zu tun. So wenig Zeit. Du musst das männlich machen. Lass dir Zeit. Dann mach du. Ich habe keine Zeit. Nein, habe keine Zeit. Hab keine Angst, Standardruf voraus. Die Tür ist noch zu. Aber ich habe diesen Schlüssel hier. Gehen weiter. Kannst du das? Folge der Elfe. Sie wird den richtigen Weg. Nana, wie war das mit seriös? Leute, das muss ich jetzt euch erzählen, ja? Das war ja gerade so, alle diese Filmsequenz kennen. Das war halt gerade so, wie wir meinte so, ja, Sora hat vor die Pharao-Augen. Meinst du jetzt von die Gui oder was? Nein, grundsätzlich so eine ägyptischen Augen. Ja, so irgendwie so eine Pharao-Augen. Und ich so, hä, so, was laberst du? Und dann, weil ja, er hat so diese, er hat so lange Wimpern. Und ich meine so, ja, du hast Wimpern. Nein, hier dein Ernst. Also, du hast Wimpern, deine Mutter hat Ich hab nie auf diese komische Tierchen hier auf den Kreis geachtet. Fett, ein Eichhörnchen. Und, nein, oh, seriös, seriös, wie geht's da ans Licht? Ein Eichhörnchen. Das ist das Story, wir versauen das Spiel jetzt schon. Guck mal, die hat voll den fetten Oberarm, voll wie Popeye. Schön. Na, na. Popeye, der Seemann. In dir ruht eine Macht. Du kriegst ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Und wer, jeder Idiot, der das Schwert nicht nimmt. Ich hab mir mal die... Okay, irgendwie springen. Okay. Du hast dir mal, den Zauberstab. Oder? Nein, ich habe mir im Lösungsbuch mal die ganze Sachen durchgelesen. Hörst du mal auf, hier rum zu knistern? Ich will nur das Handy wegnehmen, weil... Oder? Doch, meine Mutter. Deine so. Mutter hat ein Handy. Ich habe das komische Gefühl, immer irgendwie mich anrufen. Nee, das packen wir ganz weit weg, weil später hat mir so eine komische Störgeräusche irgendwie da drin. Ich will dich schon anrufen. Lizzie. Okay. Roses are red, I have a phone, nobody texts me forever alone. Ja, so ungefähr. Oh nein, wir wollten jetzt ernst machen. So, okay, pass auf. So, also du hast im Lösungsbuch was nachgeschlagen. Ja, ich habe nachgeschlagen. Man kann, also ich habe mal zwei verschiedene Möglichkeiten gesehen. Also das erste wäre, wir nehmen das Schwert und verzichten auf das Schild. Und das andere war, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Also ein paar Meter von. Ja, und das andere ist genau andersrum. Wir nehmen das Schild und verzichten aber auf das Schwert. Weil mich da ist... Und der verkackte Zauberstab ist einfach nur useless. Ja! Nein, weil wenn du irgendwas... Er hat ein Mickey Mouse. Wenn du irgendwas mit dem Zauberstab machst, wenn du auf den Zauberstab verzichtest, dann kriegst du nämlich nur ein AP. Und nicht drei. Das ist scheiße. Jeder braucht AP. Sogar ihr braucht AP. So, Apfel. Also, Nana, was möchtest du mir? Ein bisschen weniger Angriffen dafür vernünftige... Oh, schau doch mal, mein Baby kommt mich besuchen. So, Mäuschen. Also, jetzt musst du... Also, was? Also, nehmen wir jetzt... möchtest du mehr Angriff und dafür sau wenig Verteidigung, dafür von allen anderen alles? Oder möchtest du ordentlich Verteidigung und dafür so Mittelangriff? Weil nämlich, wenn du das Schwert nimmst, dann kriegst du 5 Angriff und da kriegen wir 1 Verteidigung nur. Und nehmen wir das, dann haben wir 4 Verteidigung und hier irgendwie dann, glaube ich, 3 Angriff. Aber das andere haben wir alles 3 voll. Macht haben, nicht wahr, Mädchen? Aber Verteidigung ist auch geil. Macht. Verteidigung. Macht. Oh Mann. Darth Vader hat gesprochen. Okay, Macht. Ich nehme das Schwert. Meine Fresse. Ja, siehst du? Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. In deiner Hose. Was? Nana, das ist die Macht, die du suchst. Ja. Sichi, du hast dich entschieden. Ja. Meine Entscheidung. Habe ich gut gemacht. Doch, auf was verzichtest du dafür?
Was würde denn passieren, wenn wir den Stab auf den verzichten? Ich will das mal kurz wissen. Der ist doch sowieso useless. Okay, nee, den kriegen wir nur 1 AP. Nö. YOLO. Hui. YOLO alleine. Ja. Ich kann das Spiel auch neu starten. Die Macht des Wächters, Güte und Hilfsbereitschaft. Ein Schild, um alles abzuwehren. Leute, gegen Kopf zu werfen. Verzichtest du auf diese Macht? Jo. Du hast die Macht des Kriegers gewählt. Macht? Du verzichtest auf die Macht des Wächters, Heul. Ja, Goofy halt. Ne? Ist es das, was du wünschst? Was hast du gegen Goofy? Goofy ist voll episch. Er hat 2 Zähne. Das hat er keine Fahrer-Augen mehr. Das hat er so. Breaking through. Da reißt ihn knapp den Boden unter den Füßen weg. Weißt du, wir sind nur erst im Tutorial. Und wir verkacken das ganze Spiel jetzt schon und brauchen Ewigkeiten, nur um uns für ein Schild und ein Schwert zu entscheiden. Nein, ich habe mich entschieden. Ich habe gesagt, au! Nein, das du hast du auch gesagt. Aber oh, nee, May hat mir gerade ihre Kralle voll... Hallo, bist du nicht ausgelassen da unten? By the way, unsere Katze May ist gerade hier voll mit am Set. Sitz! Nein, nicht... Hallo, bist du behindert? Das kratzt ja auch noch an meinem Lederstuhl, weißt du? Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Yeah. Drücke X, um anzugreifen. Okay, das finde ich ganz dumm. Das hat richtig behindert ausgesehen mit dem... Genau, ich habe Goofy gelesen. Goofy, du hast das ja... Benutze diese Macht, um dich und andere zu beschützen. Tue ich so oder so. Hättest du Schild nehmen müssen. Die grüne Leiste zeigt deine Hitpoints, HP, also deine Gesundheit an. Wenn deine HP aufgebraucht sind, landest du im Auswahlmenü fürs Weiterspielen und Laden. Die blaue Leiste zeigt deine Magic Points, MP an. Magiest du dich jedoch eine irre Rätsel. Ich muss das vernünftig vorlesen. Wir machen das... Mein Schüchen, du hast deinen Schuh auf meinen Schuh. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Das ist ja nicht hell erstrahlen. Na, wir sagen seriös. Hell erstrahlen. So, natürlich... Anvisier. Genau, das wurde ziemlich noch nicht erzählt, dass wir diese Viecher anvisieren können. Das ist natürlich toll. Ui. Hallo Gegner, aber sie sammelt zur Erfahrung. Sammelt zu genügend Erfahrung, steigt dein Level. Ui, zu dir würde lassen, besiegt der Gegner auch manchmal Items. Oh Junge. Wo das... Oh, normalerweise droppen die manchmal auch einen Potion. Du kannst diese Items aufnehmen, indem du näher an sie herangehst. Es gibt verschiedene Items, die unterschiedlich bewirken, wie zum Beispiel HP oder MP auffüllen. Für alle, die Kingdom Hearts und die gespielt haben. Ich mach dir deine scheiß Fresse. Hinter dir. Hinter dir, mein Sohn. Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren. Freut mich. Aber du kannst auch einen beliebigen Gegner mit R1 manuell anvisieren. R1. Und während das Ziel erfasst ist, erscheint oben links im Bild das Wort anvisiert. Wenn du ein Ziel anvisierst, wird deine Handlungsweise eingeschränkt. Besonders gegenüber anderen Zielen. Drücke nochmals R, um das Ziel wieder freizugeben. Heißt so viel wie schlag die Scheiße aus den Viechern. Wie? Seriös? Ja, aber du! Was willst du? Aua. Oh, getroffen. Schlecht. Richtig schlecht. Ich kicke eh HP wie sonst was. Schlecht. P. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Cinderella hat nicht sauber gemacht. Oh mein Gott, alles schmutzig. Siehst du, du versinkst schon im Dreck. Nana! Was denn? Oh Mann. Wir machen das für Serien. Nein, okay. Der Zug ist abgefahren. Ich glaube auch. Da ist doch gar nichts, so auf dich zu wälzen. Fuck, wo bin ich? Scheiße. Oh, Rosa. Pink. Ich hasse Rosa. Ich hasse Rosa so sehr. Rosa Löchle. Nana. Das sind die schlimmsten Namen überhaupt. Das sind dein Hilfseikon. Nein. Soll ich auch der hilft mir nie. So, also... ich kann sie noch nicht öffnen. Nee, kennt ihr so eine echt Pannennamen? So wie Rainer Zufall, Axel Schweiß, Rosa Löchle. Also ich habe immer diese ganzen Namen gefeiert. Das Icon kann jede Situation unterschiedliches beinhalten. Öffnen! Hallo, ich bin Toad. Ihr Freund, das ist eine Lava-Kerze. Große Holzkisten kann man schieben. Oder auch nicht. Man kann es auch lassen. Doch, man schiebt sie. Nein, man kann es auch lassen. Hör auf damit. Kisten lasse ich auch zerstören. Rauf, Haut! Items. Eine Porsche. Können über Items benutzt werden. Portion. Für die kein Englisch können. Du kannst Gegner sondern auch Gegner anvisieren. Bla, bla, bla. Ja,
Freut mich dein Klaus. Geronimo! Oh, voll fake. Lol. Hochheben. Nö. Kaputt machen. Beste. Oh. Beste. Oh nee, echt, wir gehen gerade mein Niveau voll runter. Wir müssen mal hier. Ist das nicht so ich klinge wie so eine herzkranke Schildkröte. Das ist echt. Mein. Das Niveau nicht so eine Rotcreme. Die Wizard. Er hätte eine Sonnenbrille jetzt brauchen können. Ich guck mal, ob wir gerade auf dem Hunger. Alles weg. Ja, das wäre echt, das wär echt heftig. Die ganze Scheiße da weggelabert. So, und jetzt sind wir ruhig. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Ging sie auch nicht. Erzähle mir zuerst mehr von dir. Ich liebe diesen Teil, dieses Spiel, einfach wegen diesen Fragen. Augenperspektive mit Select. 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 Sorry für schlechte Grammar-Quali. Hallo, Wacke! Wacke! Wacke. Und diese verdrehte Steuerung. Und Tidus. Beste. Und Safi. Damals war er. Also Selfie, nicht Selfie. Also. Oh Mann. So, jetzt mach. So. Ja, ansprechen. Reden. Was bedeutet dir am meisten? Die Nummer 1 zu sein, Freundschaft. Mein wertvollster, wertvoller Besitz. Freundschaft? Mein wertvoller Besitz. Ist Freundschaft denn so wichtig? Ja, Bitch. Wacker. Was ist dir wichtig im Leben? Seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen, stark zu sein. Ich würde sagen, seltene Dinge zu sehen. Weil die Welt zu kennen, das ist genauso, dann könntest du jeden Tag ein Buch lesen. Nur mach doch kein Schwein. Entschuldigung für die Leute, die jetzt jeden Tag wirklich ein Buch lesen. Stark sein, ganz ehrlich, Stärke ist nicht alles. Siegfried. Entschuldigung. Seltene Dinge. Seltene Dinge. Potter. Potter? Wovor hast du Angst? Alt zu werden, anders zu sein, unentschlossen zu sein. Wow, darf ich für mich antworten? Warte mal, wovor hätte ich Angst? Also ich weiß, wovor ich Angst habe. Ich hätte Angst, alt zu werden, anders zu sein, unentschlossen. Also das unentschlossen bin ich immer, also davor brauche ich keine Angst haben. Also, ich habe zwar auch Angst, teils alt zu werden, aber ich habe am allermeisten Angst, unentschlossen zu sein. Also nicht direkt unentschlossen zu sein, aber... Ich habe Angst vor den Konsequenzen, die daraus entstehen, wenn ich unentschlossen bin. Ich glaube, ich hätte Angst, anders zu sein. Nö, anders sein ist geil. Nee, also anders. Oder? Oder doch alt zu werden. Nee, ich will alt werden. Richtig alt. Mich wäre mit Opas mit Kriegelschlägern hauen. Also nehmen wir unentschlossen? Ja, nehmen wir unentschlossen. Gut. Unentschlossenheit? Ist das wirklich so schlimm? Ja, keine Ahnung. Wenn du wüsstest, Titus. Du wünschst dir Freundschaft. Du möchtest seltene Dinge sehen. Du hast Angst davor, unentschlossen zu sein. Ja. Du hast eine scheiß Entscheidung getroffen. Du bist eine Mem. Du startest jetzt mit Level minus 5. Was? Achso, ich muss weiter drücken? Bitch. Okay. Dein Abenteuer beginnt am Mittag. Schreite zügig voran. Dann wird alles gut gehen. Klingt gut. Ja, klingt gut. Ja, ja, gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Und geht zur Musik. Dum, 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 der Imperator. Oh, Dornröschen. Ich wollte immer Dornröschen sein. Dornröschen? Ich wollte auch immer aus dem Schlaf geküsst werden. Aber nein, dann kam Papa mit einem Hüftball und hat mir ins Gesicht geschlagen. Sehr romantisch. Ne? Hä? Kann ich doch nichts mehr. Achso, ja, voll dick. Ich habe noch nie zu öffnen. Hauptmenü kannst du zum Beispiel mit Haus starten. Deswegen musst du jetzt während des Kampfes kannst du das Menü nicht öffnen. Und was für ein Wunder jetzt. Komm, Gegner. Schattenleuchter sind eigentlich noch ganz knuffig. Pudding. Wir sehen es, wir riechen es, wir fühlen es. Du hast Pudding. Du hast Pudding in den Beinen. Nui. Nein, Pudding in der Tasche. Aua, ihr Mistviecher, sag mal. Ja, die sind ganz süß, ne? Schwappt! Da, die Sneaky. Ganz putzig sie mit ihren kleinen gelben Augen. Ich mag dieses Chew. Das ist ganz cool. Ohne Kack. Wer hat da draußen gerade gegen das Auto getreten?
Darf ich mich jetzt bewegen? Das wäre voll geil. Oh mein Gott, es ist ein Speicherpunkt. Achtung, ist es Super Saiyan. Gar nicht. Doch, jetzt aber. Los, komm. Ich krieg mich nicht mehr ein. Hui. Licht aus, Spot an. Meine Fee ohne drin. Oh, Mosaik-Treppenlauf, du. Ja, sowas hätten wir natürlich auch gerne. So, aber natürlich wollen wir jetzt erstmal speichern. Nein, nein, oh Gott. So, wir speichern gleich auf Platz 1. Hatten wir nicht nochmal einen Speicherpunkt? Hä? Hatten wir nicht irgendwo einen Speicherpunkt? Dieses, war es nicht dieses Level 99 Teil? Ja, aber das ist auf einer anderen Memory Card. Oh. Ah. Also, wird gespeichert und wird nie wieder ausgegeben. Wow, wie lange hat das gedauert? Ja, ja, so. Ein bisschen. Aber bevor es jetzt weitergeht, würde ich sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter, liebe Leute. Diddle.